Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Julian von Smash Collectibles. Heute haben wir Michael Keaton von 1989 am Start. Nein, ganz so alt ist die Statue nicht, aber wir haben sie endlich hier. Die Statue ist einfach grandios. Es ist der Hammer. Sie ist einfach so und so und so. Einfach fucking awesome, Leute. Einfach nur awesome. Wir sprechen hier von 67 cm. Ich meinte ihn hier. Also, wir haben hier 67 cm. Polystone, Mixed Media und Plastik. Plastik, warum Plastik? Ganz einfach, die Treppen, zeige ich gleich nochmal, sind leider Gottes aus Plastik. Das Ganze macht aber nichts. Die Paint-Fabrik von Sideshow hat da ganzes geleistet. Sie hat das Ganze ein bisschen realistischer wirken lassen, denn der Paint-Job ist ziemlich gut, deswegen sieht das aus, als wäre das Metall. Also nur beim Antatschen merkt man, dass das Plastik ist. Deshalb schreit eure Freunde an, wenn sie kommen und sagt, do not touch my fucking Batman, alright? Deshalb. Falls euch schon aufgefallen ist, dass die Preise ziemlich hoch gehen bei Sideshow, was gerade den Premium-Format-Bereich angeht, dann wird das wahrscheinlich der Grund sein, dass die Bases immer größer werden. Das ist ganz klar keine Designentscheidung, sondern eine Preisentscheidung, eine Preistaktik. Je größer die Base, je größer wird die Statue und desto teuer können sie sich schließlich machen. Bestes Beispiel, Batman, gerade geleakt worden auf Sideshow, kann man sich nur vorbestellen. Der Retailpreis beträgt, glaube ich, ca. 500 Euro und geht bei diversen Händlern bis zu 600 Euro hoch, was hoffentlich nur ein Platzhalter ist. Aber man merkt, aufgrund der Bases und dass Sideshow das öfter macht, dass die Preise ein bisschen hochgehen. Wer sich auch natürlich von Sideshow das Ganze direkt importieren lässt, beachtet bitte, dass der Euro momentan sehr schlecht dasteht. Deshalb ist da auch nochmal eine preisliche Differenz zu spüren. Und am besten, wenn ihr die Wahl habt, schaut bei euren Händlern eurer Wahl, die in Deutschland liegen. Dann solltet ihr auf jeden Fall einen besseren Preis bekommen, als wenn ihr bei Sideshow direkt bestellt. So, jetzt aber zurück zu Keaton. Die Statue, ich weiß, ich sage oft Hammer und cool, aber was soll ich denn machen, wenn es halt einfach so ist? Ja? Es ist einfach ein grandioses Teil. Wer sich einen Batman-Film anguckt und das Teil steht beleuchtet im Regal, Alter, sieht einfach nur geil aus. Das Ganze ist natürlich classy, ja. Es ist nicht Christian Bale. Es ist auch nicht George Clooney, Gott sei Dank. Nein, es ist Michael Keaton und es ist einfach ein wunderbarer Charakter, der wirklich grandios modelliert worden ist. Wieder einmal mit Mixed-Media-Elementen, wie ihr sehen könnt, haben wir hier der Umhang, der Mantel, der Cape, das Cape ist aus Leder, Kunstleder und ihr könnt den displayen, wie ihr wollt. Ja, ihr könnt zum Beispiel, ihr könnt ihn hier rüber tun, den Mantel umschlagen lassen. Was mir persönlich besser gefällt, ist, wenn er den so ein bisschen zurückzieht. Das schaut ziemlich fett aus. Und man sieht hier seine Armpanzerung. Manchmal eine ganz fuddelige Angelegenheit. Damit es bleibt. Es bleibt. Klar, Keatons Klöten sind auch zu sehen, aber das ist einfach, wie sagt man so schön, Movie Accurate. Also 1:1 den Film nachempfunden. Persönlich könnte die Gesichtsbemalung ein bisschen heller ausfallen. Ich finde, das Gesicht ist ein bisschen dunkel. Na gut, wenn in einer Bathöhle lebt, ne, da wird schon ein bisschen dunkel, ne, um das Gesicht rum, da wird ein bisschen blass. Aber auf gar keinen Grund, keine Kaufempfehlung dafür auszusprechen, das auf gar keinen Fall.
Der Head Sculpt ist auch wunderbar. Sie haben sich verdammt viel Mühe gegeben. Man muss einfach sagen, sie haben einfach ein neues Meisterwerk rausgebracht. Was auch richtig schön zu sehen ist, sind natürlich die Höhlenelemente. Wie man ihn aus dem Film kennt, er steigt majestätisch die Treppen herunter. Sieht grandios aus. Und das Witzige an der ganzen Statue finde ich persönlich, dass hier magnetische Fledermäuse mit dabei sind. Die werden hier unten einfach dran geknipst und bleiben hier hängen. Wir haben hier einmal eine einzige Fledermaus und einmal zwei Fledermäuse. So, jetzt das Problem. Wo habe ich es hingesteckt? Da. Also Freunde, wenn ihr Batman-Fans seid, ist das ein Must-Have. Wenn ihr das Kleingeld übrig habt, denn wir sprechen hier von 479 Euro. Der Retailpreis lag bei 369. Und das Ganze geht natürlich wieder ein bisschen hoch, je nachdem wie stark es ausverkauft ist. Das ist die Regular Version. Das bedeutet, es gibt eine exklusive Version, die werde ich gleich hier einblenden. Und da war einfach noch ein Batclaw dabei. Gut, die Frage ist jetzt, was Batman in der Bathöhle mit einer Batclaw braucht. Ne? Deswegen finde ich persönlich unnötig, dass man da nochmal 50 Dollar für ausgibt oder 30. Ist jetzt vielleicht nicht so der Hit, ja. Deswegen bleibt bei Regular. Reicht vollkommen aus. Und jedenfalls ist die Regular-Version auf 2500 Stück weltweit limitiert. Und ja. Ein grandioses Teil. Auf jeden Fall ein echtes Schmuckstück in eurer Sammlung. Persönlich, wenn man es so vergleicht, zwischen der Comic-Version, die es halt schon rausgebracht hat, zu Batman, wo es ja auch viele Probleme gab. Ihr erinnert euch an diesen Batman, den ich gleich einblenden werde. Das Muskelshirt hat nicht richtig gepasst, das Logo war ein bisschen anders, die Base hat gewackelt. Und daher meine persönliche Meinung, falls ihr euch entscheidet zwischen Michael Keaton oder dem anderen Batman, würde ich persönlich auf jeden Fall zu ihm tendieren. Denn es ist einfach majestätisch. Mir fällt gerade ein, ganz witzig war noch, dass Batman natürlich die obligatorischen Nike-Schuhe anhat. Also Freunde, super Statue von Sideshow, grandioses Teil. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich auf den Daumen freuen. Und kommentiert als nächstes, was haben wir als nächstes im Programm? Ich hätte noch ein Master Chief zu reviewen, ein Predator und noch so einiges mehr. Also ihr könnt gespannt sein, wir haben noch so einiges vor. Dann möchten wir auch demnächst in den Gaming-Bereich einsteigen, euch ein paar Spiele zeigen, die momentan so auf dem Markt draußen sind. Und schaut da auch vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Smash Collectibles mit Julian. Haut rein, ciao.